freie Fahrt ins Altstoffsammelzentrum. Ganz ohne Warteschlange und Anstellen. Und dann sofort und mit professioneller Unterstützung abladen und entsorgen. Was mittlerweile in der neuen Großgemeinde Birkfeld ganz normal ist, war vor der Zusammenlegung mit den ehemaligen Nachbargemeinden Gscheid, Haslau, Kogelhof und Weiseneck im Jahr 2015 alles andere als selbstverständlich. Vorher war es so, dass jedes ASZ nur an einem Freitagnachmittag geöffnet hat. Und jetzt haben wir speziell in Birkfeld jede Woche im Mittwoch und Freitag geöffnet. Und die Termine der anderen ASZ sind so verschoben worden, dass an jedem unterschiedlichen Freitag in einem Monat ein ASZ offen hat. Es ist sehr positiv, dass die Öffnungszeiten jetzt wesentlich länger sind und besser sind und jeden Freitag Müll abgegeben werden kann, was natürlich für mich schon ein sehr großer Vorteil ist, weil ich nicht immer Zeit habe und immer genau einen Freitag Zeit habe, weil man doch andere Sachen auch zum Tun hat. Nicht? Gleichzeitig mit der Neuorganisation der Altstoffsammelzentren wurde in Birkfeld, ähnlich wie in vielen anderen Fusionsgemeinden, auch das Müllabfuhrsystem optimiert und auf neue Beine gestellt, mit klar messbaren Folgen. Ergebnis war Einsparung von knapp 10 Stunden pro Abfuhr, also wir brauchen jetzt nur mehr 34 Stunden pro Müllabfuhr und früher waren es 44, bringt uns ungefähr 10.000 Euro im Jahr. Dass das neue Birkfeld, das heute rund 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten hat als die einzelnen Kleingemeinden früher, zeigt auch die Umsetzung einer ganzen Reihe weiterer Projekte. So konnte etwa die neue Mittelschule, die mit mehr als 300 Schülerinnen und Schülern in 15 Klassen zu einer der größten Schulen der Steiermark gehört, nach modernsten Standards generalsaniert und umgebaut werden. Wir haben einige Projekte unterstützend durchführen können. Wir haben den Kindergarten mit der Volksschule in Kogelhof sanieren können in diesem Zeitraum. Wir haben aber auch unsere Kläranlage saniert und modernisiert. Mittlerweile wird in der zentralen Kläranlage, die 2017 fertiggestellt wurde, der gesamte Klärschlamm aus allen 5 Ortsteilen gesammelt, aufbereitet und wiederverwertet. Über eine neu installierte Photovoltaikanlage wird außerdem der benötigte Energiebedarf zu einem Gutteil selbst produziert. Und mit der Umwandlung des ehemaligen Gemeindeamts von Gscheid zur modernen Zentrale für die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste der Region hat man auch in Sachen nachhaltige Gebäudenutzung ein Erfolgsprojekt vorzuweisen. Durch den Zusammenhalt haben wir geschafft, eine größere Finanzkraft zu haben und solche Projekte zu stemmen.